Das Landhaus Lemke ist gebaut worden von Ludwig Mies van der Rohe 1932-33. Das Haus ist aufgebaut mit diesen typischen Mies-Materialien. Mies hat einen Backstein sehr geliebt. Er hat ja gesagt, Architektur beginnt, wenn man zwei Backsteine zusammenfügt. Das Besondere ist nun, dass das Haus als ehemaliges Wohnhaus heute öffentlich zugänglich ist. Und wir nutzen es als Ausstellungshaus. Und das seit 1992. Unsere Jahresausstellungen hier sind immer thematisch und die haben immer mit dem Haus selbst zu tun, mit Mies van der Rohe und mit der Kultur der Moderne. Was Herr Mies hier wirklich geschafft hat mit diesem Haus, ist, dass man so ein geistig-ästhetisches Verhältnis zur Natur entwickeln kann. Und das merkt jeder, wenn er kommt, dass dieser Ort irgendwie magisch ist.